Hallöchen Leute, hier ist wieder Mitch Bieber und heute gibt es mal das Review zur Rough Cut Battle Camo Version, wie ihr letztes Mal eben abgestimmt habt. Aber bevor es losgeht, können wir heute wieder eine Abstimmung machen, nämlich was soll es nächste Woche geben? Entweder hier diesen Fortnite irgendwas Blaster, hier diese Diva Handblaster Pistole, wir haben auch noch diese Firestrike Battle Camo Version, falls die einen interessiert. Oder wo wir schon mal kleinen Blastern sind, habe ich hier nochmal was, nämlich diesen Reaper Overwatch Rival Blaster Paket, super. Ihr könnt abstimmen. Jeder YouTube-Kanal entwickelt irgendwie, irgendwann, auf irgendeine Weise einen Insider-Witz. Bei uns ist es tatsächlich Seife, A, für die Leute, die es verstehen, und B, ich habe einmal die Frage gestellt, was ist 2x4? Bis heute kriege ich immer noch Kommentare mit der Antwort, die ich jetzt nicht erwähnen werde, denn ich möchte diesen Witz weiterhin behalten. Ist ein blöder Witz, aber zumindest können wir ihn weiterspielen. Und eben hier, die Rough Cut ist ein fast schon ein Teil der Geschichte dieses Kanals. Deswegen freut es mich, den hier heute nochmal vorzustellen. Ich habe nämlich einmal gesagt, boah, hier vorne ploppen die Pfeile immer so blöd raus. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, da kommt nochmal eine Version, die das besser macht. Und da habe ich mir jahrelang keine gekauft. Jetzt ist es soweit. Und deswegen noch nicht lang fackeln. Erstmal Blasters packen. Packeln. Hat sich nicht ganz gereimt. Okay, einmal hier ein paar Plastikschnüre aufschneiden, dann sind wir sofort schon mal fertig. Am Karton ist nicht weiter irgendwas groß zu sehen. Wir verstehen das meiste davon. Es ist ein neues Design, wie wir das vielleicht schon von der Camo Scout kennen. Die haben das hier Battle Camo genannt, genau, die Battle Camo Serie. Natürlich fragt man sich jetzt, wo man sich mit dieser Tarnfarbe verstecken kann. Es ist nämlich hellblau und weiß und grau. Hey, nicht hinterfragen. Es ist ein schönes neues Design. Mir gefallen die Farben soweit. Und tatsächlich hat das hier schön, dieser Rough Cut, gut getan. Sieht fast schon so ein bisschen... Moment mal. Ich bin doch jetzt nicht der Einzige, das irgendwie mitbekommt, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Vorher war es nur dieses trist, blau, weiß, orange Design. Aber nein, diesmal haben wir noch ein paar mehr Farben von Blau mit drin. Also gleich mehrere Schattierungen. Sieht verdammt cool aus. So ein angedeutetes Tarnmuster. Natürlich, wie bereits gesagt, bringt nicht wirklich viel, aber es sieht trotzdem verdammt gut aus für den Blaster. Ich finde dieses Design sehr gut. Ich wünsche mir natürlich, dass wir ein paar mehr davon rausbringen. Wir haben uns gesagt, hier, da haben wir auch ein neues Design mit dabei. Ich hatte den Blaster ein bisschen größer in Erinnerung, aber ich bin auch um 1-2 cm gewachsen seit dem letzten Mal, also passt das schon irgendwie. Und es ist immer noch ein verdammt griffiger Blaster. Das hatte ich unterschätzt. Also wir haben hier wirklich schon so einen schönen, langen, griffigen Griff, schön mit Textur mit dabei und verdammter Mist. Man möchte ihn richtig so halten und yeah, Terminator spielen. Wie ich schon damals gesagt habe, wie Kyle Reese das hier mit den Ösen irgendwie unter den Arm klemmen und dann den Terminator jagen gehen, was echt schon mal verdammt groß Eier braucht. Also die Kampfmaschine jagen gehen. Viel Glück. Mit dem Ding wäre es auf jeden Fall möglich. Man hat nicht nur 8 Schuss mitgeliefert, sondern ganze 16. Manche wissen natürlich, wie viele Pfeile hier reingehören. 2x4. Dass wir dann doppelt so viele haben, ist auch geil. Moment mal. Der neue Meme ist nicht mehr 2x4, sondern 16 durch 2. Ich muss den Kanal auch irgendwie am Laufen halten. Und die Pfeile haben ebenfalls ein neues, schönes Design. Davon habe ich schon ein paar gesammelt. Aber die kann man immer noch in ganz normale Elite- und Modulus-Blaster stecken. Das macht keinen Unterschied. Die kann man austauschen, wie man will. So, die kann man jetzt auch abschießen, wie man will. Nämlich hier unten mit diesem Griff einmal nach hinten ziehen, einmal nach vorne. Oder auf den Abzug. Kann man sich denken. Aber da fliegt nicht nur ein Pfeil weg. Nein, meine Damen und Herren, da fliegen 2 Pfeile weg. Das heißt, wenn da die Kamera ist und die genügend Abstand... Na, vielleicht kann ich genau dran vorbeischießen, obwohl ich drauf ziele. Beinahe. Aber die schienen schon mal ordentlich Macht, also richtig Kraft zu haben. Ich hoffe mal, das ist nicht nur so ein Repaint, sondern tatsächlich ein bisschen bessere neue Technik drin. Was mir damals gestört hatte, war hier nämlich, wenn die Pfeile ein bisschen abgenudelt waren, wenn man schon einmal draufgetreten ist, wenn die ein bisschen benutzt wurden. Ich habe ja genug Pfeile, ich kann das hier mal so machen. So. Habt ihr das gesehen? Ich brauche keinen Blaster. Haben wir jetzt also einen solchen abgenudelten Pfeil, packen den hier rein, dann sollte er eigentlich noch halten. Nicht, dass er hier rausfällt. Das ist eben immer das Blöde gewesen. Richtig geiler Blaster von der Sache, aber wenn die Pfeile rausfallen, hat man ein Problem. Natürlich ist das jetzt nicht die beste Testreihe, die beste Möglichkeit, das auszuprobieren. Aber zumindest schon mal so, wenn er auch ein bisschen verbogen aussieht, fällt nicht gleich wieder raus. Wir haben außerdem eben die Möglichkeit, wenn man schon ein paar Mal draufgetreten ist, dann fliegen die Pfeile auch nicht mehr wirklich gerade. Die fliegen ohnehin nicht besonders gerade, aber dann haben sie mehr Streuung drin. Man könnte sich jetzt zum Beispiel eine Trilogy holen und 3 Pfeile auf einmal abfeuern. Und dann hat man die Hülse draußen. Gut, was man jetzt, muss ich eine andere Hülse reinladen, 3 Pfeile abschießen. 3 Pfeilen kann man nicht ausweichen. 3 Pfeile muss man auch wieder nachladen. 2 Pfeile auf einmal scheint ein guter Mittelgrund zu sein. Also wenn ich jetzt so vor einem stehe, nicht wirklich eine Chance da auszuweichen. Auf größere Entfernung
kann man noch nicht so genau zielen, dann hat man mehr Streuung drin und mit mehr Streuung ist dann auch die Chance größer, irgendwas noch damit zu treffen. Aus nächster Nähe hat man überhaupt keine Chance mehr, wenn derjenige nicht gerade Neo ist. Wir haben ja noch ein richtig schönes Zielsystem drin. Nicht so super genial durchdacht, irgendwie um 10 Ecken gedacht, sondern einfach, simpel und effektiv. Nämlich hier eine Kimme, hier ein Korn, perfekt aufeinander abgestimmt. Es ist nicht irgendwie zu breit, zu klumpig, zu filigran. Nein, es ist ziemlich genau richtig. Hier vielleicht ein bisschen hakig, das kann sich irgendwo in der Hosentasche oder so festhaken, falls man das falsch anstellt, falls man damit rumläuft. Aber an sich perfekt. Mit nur einem großen Problem. Hier zielt man, hier unten, seitlich können Pfeile rauskommen. Macht nicht wirklich viel Sinn. Mit der Schrotflinte soll man auch nicht unbedingt Scharfschütze spielen. Haben jetzt einige Leute in die Kommentare geschrieben. Danke, soweit war ich gedanklich auch schon. Der Punkt ist aber, bei einer echten Schrotflinte würde man mit Schrot schießen. Das Streueffekt. Die meisten Nerf-Schrotflinten schießen Pfeile. Ein Pfeil, vielleicht zwei, vielleicht drei, aber die haben nicht so eine Schrotwirkung. Da muss man schon ein bisschen zielen, ein bisschen geradeaus schießen, ein bisschen von weiter weg. Das ist halt keine echte Schrotflinte. Aber schön, dass man eben noch die Option hätte, halbwegs zu zielen, muss man dann halt die Pfeile weiter nach oben tun. Ist dem Blaster natürlich nicht egal. Wenn ich das so gestalten möchte, wenn ich mit dem Blaster so seitlich schießen möchte, einen hier oben, einen seitlich, schießt das einfach ab, wie er will. Das ist kein Problem. Der erkennt, wo Pfeile drin sind und haut die weg. Aber wenn ihr wirklich ordentlich zielen möchtet, macht die Dinger oben rein. Ist natürlich nicht der Sinn vom Blaster, wie bereits gesagt. Wir haben einen schönen, kleinen, kompakten Blaster, den wir an diese beiden Ösen noch irgendwo festhängen können. Ist ja auch ein sehr leichtes Teil. Man kann mit dem Rapid-Fire-Modus sehr schnell schießen. Und 2x4 Pfeile in kürzester Zeit, das ist verdammt geil. Das ist eben nicht der Hauptblaster. Mit dem Hauptblaster steht man vielleicht mit einer Stampede dort oder mit der Regulator und dann bam, 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 die einzelnen Leute von weiter weg erledigen. Wenn er zu nah rankommt, Mist, Munition aufgebraucht. Gut, werde ich mich damit zur Wehr setzen. Kurzer Zeit sehr viel raushauen, irgendwen hinter der Deckung halten oder wenn möglich, wenn einer rumgelaufen kommt. Da hat man nicht die Zeit, ordentlich zu zielen. Und wenn man schießt, nicht getroffen hat, dann muss man eben auch schnell nachladen können. Das kann das Teil. Wir können nämlich entweder den Abzug ganz gedrückt halten und dann wild den Rapid-Fire-Modus benutzen, Slam-Fire-Modus, wie ihr auch immer das nennen wollt. Oder wir laden vorsichtig und drücken den Abzug dann nur zur Hälfte durch. Beim letzten Mal habe ich das nie ganz hinbekommen. Ich glaube, das war mit der Barrel Break. Da ging das überhaupt nicht für mich. Die hängt da. Die war auch lustig. Aber jetzt mal gucken, was mit dem ging. Ich habe sie dann nicht hinbekommen. Verdammter Mist. Kann es sein, dass sie das rausgebaut haben? Ich kann mich daran erinnern, wenn man den nur zur Hälfte durchdrückt, fliegt nur ein Pfeil raus. Jetzt versuche ich das so langsam wie möglich. Nee, man schießt nur zwei. Verdammter Mist, das ganze Segment kann ich jetzt weghauen. Na gut, dafür haben sie dann extra Pfeile mitgeliefert. Wenn man eben nicht die Möglichkeit, nur halb so viel zu schießen, müssen sie doppelt so viel mitliefern. Was auch toll im Blaster ist, egal wie ich jetzt die Munition reinstecke, ich will ja sowieso nur wild damit wegballern, irgendwas aufheben, vorne reinstopfen und dann... Ich würde sagen, in der Hinsicht fast schon so gut, wenn nicht genauso gut von der Funktion her, wie diese Disruptor. Dieser Blaster ist nämlich ein ordentlicher Allrounder. Ich kann damit schön weit schießen, 30 Meter. Ich kann sehr genau schießen. Ich habe 6 Pfeile drin. Nicht die Welt, aber schön klein und handlich. Und ich kann eben auch sehr schnell die Munition loswerden, falls einer zu nahe kommt. Deswegen sage ich immer, das ist ein großer Allround-Blaster, der ist für jeden irgendwie geeignet, weil er ganz viele Aspekte hat und alles abklärt. Dieser Blaster ist nicht so dieser Allrounder. Der ist perfekt dafür gemacht, auf kurze Entfernung alles wegzumähen und dem großen Hauptblaster den Rest der Arbeit zu überlassen. Und dafür ist das großartig. Wenn man Frontschwein spielen will im Team, geht das auch. Überlasst anderen die Scharfschützenarbeit. Nehmt euch die Leute vor, die zu weit vordringen. Stürzt euch ins Getümmel. Hansdampf in allen Gassen. Falls ihr irgendwie in Gassen spielt, ich weiß nicht. Wir haben hier übrigens nochmal oben eine Tactical Rail mit drauf, was ich verdammt cool finde, weil man könnte zwar kein großartiges Zielvisier aufbauen, das bringt, wie gesagt, nichts, aber eine Munitionsschiene wäre sehr geil. Und das hatte zum Beispiel auch hier, ich habe mich wieder falsch rumgedreht, hier die Barrel Break. Die hatte hier oben eine Schiene, wo 8 Pfeile draufgepasst haben. Jetzt ist die Sache, dass das hier nicht mitgeliefert ist. Erinnert ihr euch noch vielleicht am Anfang dieser Serie? Wir haben blau und schlau gelöst, wir haben blau und weiß Camo-Look gelöst. Naja, hier haben wir nämlich so eine Schiene mitgeliefert. Und ich bin mal ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir können genau hier 2x4 reintun, wir können genau hier 2x4 reintun. Wir haben 16 mitgeliefert, passt also perfekt. Schade, dass es nicht mitgeliefert ist, aber
Ich hatte ja jetzt das große Glück, falls ihr sowas noch rumliegen habt, falls ihr sowas noch irgendwie für 2, 3 Euro auf eBay oder so gesehen habt, dafür wäre es verdammt praktisch. Passt auch schön gut drauf, mit ein bisschen Rucken hält das dann auch ordentlich. Und ich meine, zieren muss sowieso keiner, wenn das verdeckt wird, nicht das Problem. Es kann natürlich sein, dass wenn man hier rumrennt, dann irgendwo gegenkommt, die Munition runterfällt. Aber ich würde sowieso empfehlen, füllt das nicht mit Munition auf, wenn ihr in den Kampf geht. Füllt hier vielleicht Munition rein, hofft, dass die mal nicht so rausfällt. Ich muss nochmal prüfen, ob die, wenn ich die Pfeile da ein bisschen länger drin lagere, ob die von selbst wieder rausfallen. Bisher hatte ich ja Glück gehabt. Aber geht nur mit den Munition hier los. Und wenn ihr dann hinter feindlichen Linien seid, dann könnt ihr da einfach mehr aufheben. Das ist so ein richtig geiler Improvisationsblaster. Irgendwie in die Hand geben, super leicht zu bedienen, einfach vom Boden aufheben und wegfeuern. Soweit ein schöner Anfängerblaster. Gäbe es nicht ein Problem. Bisher kostet der 35 Euro und ein paar zerquetschte. Wie viel waren das? 35 und... Knapp 35,80 Euro. Also 35,80 Euro. Das andere wäre ein bisschen wahnsinnig gewesen. Also ich würde dafür höchstens 30 Euro zahlen. 20 wäre zum Beispiel hier so eine Disruptor. Ihr könnt schon sehen, so viel mehr ist da nicht dran. Also 20, 25, höchstens 30 würde ich empfehlen. Mal warten, bis der Preis ein bisschen runtergeht. Aber wenn es dann soweit ist, schönes Teil. Ihr könnt natürlich auch vielleicht eine andere Version vom Design herholen. Vielleicht sind die dann günstiger. Aber die, die ich jetzt vorgestellt habe, ich bin damit vollends zufrieden. Damals die Rough Cut war so ein bisschen gemixt, aber hier bin ich jetzt wieder voll enthusiastisch, muss sagen, das Ding gefällt mir richtig gut. Aber jetzt nochmal der Vergleich. Wie gut ist das Teil jetzt von der Reichweite her? Wenn man 2 Pfeile abschießt, heißt das dann, dass die Reichweite nur halb so gut ist? Wer weiß, finden wir es jetzt raus beim Schusstest. Noch weiter und ich liege über dem Tisch. Ihr braucht mich hier gar nicht über den Tisch ziehen. Erstmal die Camo-Pfeile. Hoffentlich sieht man die auch im grünen Gras. Man kann es ja, also man weiß ja nie. Auf jeden Fall die erstmal wegschießen. Da habe ich hier schon die weißen Pfeile vorbereitet. Die kommen dann danach. Stehe irgendwie halb in der Sonne. Richtig praktisch. Und ihr seht schon, das ist total leicht, das Ding zu ziehen. Also richtig wie Butter. Einfach richtig zart. Also auch für die Jüngeren, für die etwas Schwächeren super geeignet. So, und jetzt erstmal die weißen Pfeile irgendwie reinstecken. Okay. Ich übe noch ein bisschen. Am besten wäre tatsächlich, wenn man immer 2 von denen greift und die dann so reinsteckt. Ich meine, wenn man das halbwegs drauf hat, geht es auch sehr schnell. Und, na, wisst ihr was? Ich lasse mal die beiden hier noch übrig. Die werde ich dann einzeln schießen. Mal gucken, ob man dann eine bessere Reichweite hat. Also erstmal 6 angewinkelt. So, den jetzt einzeln. Und den mit der grünen Spitze müssen wir uns ganz besonders merken. Der lässt sich nämlich gut von allen anderen unterscheiden. So, mal sehen, ob das geholfen hat. Ich glaube ja nicht, aber man kann es mal ausprobieren. Hier haben wir zum Beispiel nämlich erstmal die ersten Camo-Pfeile, nämlich bei 9,60 Meter, bei 10 Metern, 11 Meter. Also wenn man die schon in Paaren schießt, dann landen die auch sehr nah beieinander. Also so viel Streuung ist da gar nicht drin. Das heißt, wenn man auf einen Gegner schießt, ist es sogar noch ungefähr in der Nähe, 13 Meter noch. Also auf die Entfernung, wenn du geradeaus schießt, triffst du auch was. Und sogar die doppelte Chance. Hier haben wir zum Beispiel einen bei 19 Metern, einer da drüben bei 19,50 Meter, etwas bei über 20 Metern. Das ist ja verdammt gut. Also es werden keine 30 Meter wie bei der Disruptor, nehme ich an, aber verdammt gut. 21,70. Da drüben ist der grüne tatsächlich, also es hat nicht wirklich etwas gebracht, die einzeln zu schießen. Wenn ihr die Chance habt, schießt wirklich doppelt. 22,60, 23,70. Aber der weiteste, den ich erstmal finden konnte, der ist hier drüben bei 26 Metern. Das ist immer noch verdammt gut, hätte ich nicht erwartet. Richtig schön windig gerade, super für das Mikrofon. Ich hoffe, das klappt alles. Aber auf jeden Fall erstmal ein verdammt guter Blast. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also wirklich von 20 bis 26 Metern Reichweite. Und das, obwohl man 2 Pfeile auf einmal abschießt, das ist gut. Und dafür, dass es nur ein Zweitblaster wäre, meiner Meinung nach, mit dem man... Sag mal, was für Vögel? Ich dachte schon, hinter mir bricht so ein Baum zusammen. Das wäre ein relativ kurzes Video am Ende gewesen. Ach nee, halt, als Biber hätte ich mich natürlich im Flug da durchgenagt. Punkt ist auf jeden Fall. Dieses Teil kann sich auch schön durch das Gegnerteam durchnagen, besonders aus Gegenspielern, die sehr nah an einem dran sind. Übrigens, was ich vorhin vergessen hatte zu zeigen, wir haben hier eine Ladeanzeige, die dann übrigens orange anzeigt, wenn man das nach hinten gezogen hat. Das sieht man hier so schön. Auch nochmal sehr nett, wenn man auch genau Bescheid weiß, aha, jetzt kann ich einen erledigen. Also sehr einfach zu benutzen, auch besonders für die kleineren, ein sehr leichter Blaster, locker auch mit einer Hand hier. Kann locker damit rumlaufen, also... Ich finde, es ist ein toller Einsteigerblaster für die Leute, die nicht ständig die Disruptor empfohlen haben wollen, die ein bisschen was Stärkeres, was für den Nahkampf suchen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag bei einem weiteren Nerf-Video. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Achtet darauf, bis es bei 30 oder 25 Euro liegt. Dann könnt ihr gerne mal zuschlagen. Bis dann, macht's weg, beißt euch durch, euer Magic Bieber. Ciao.